It gives me, again, great pleasure to welcome all of you to the concluding program of today, the symposium on archive, architecture, memory. The symposium gives us an opportunity to dig a bit deeper into some of the questions that all three elements of this afternoon's proceedings will reflect on. One of which is the very idea of the archive, is its constitutive elements and how we deal with the archive, what it represents, but just as importantly, to reflect on the relationship between archive and history, and whether the archive is an aid to history or whether it obscures certain types of history, because the archive can also be partial. But in the case of Haus der Kunst, the archive is very specific. It's specific to the history of this institution, going back to a period before the building was even constructed. You know, the plans, the initial ideas for building this structure on Prinzregentenstrasse, right at the very beginning of the English Garden. What really is that you can look at the building and see almost as if it's a separation wall between the city and the park, between nature and culture. So, the archive goes back to that moment, the planning, the corrections, the different concepts that the architect, Paul Ludwig Troost, brought to making a building that many consider a fascist architecture, but also with neoclassical elements attached to it. So this brings us to the question of architecture and architecture's relationship, not to history, but architecture's relationship to power, and how structures such as this are deployed to reflect the power of the patron, but also to reflect the ideology of the patron, the end result of what the patron wants to represent, what the patron wants to be portrayed. So how does it conserve that function when it was first constructed? And thirdly, if the architecture as such fails, how do we commemorate it? How do we think it? Especially in relation to the kind of political ideology that founded this institution, the vision of art under which this institution was constructed. How do we deal with questions of memory? How do we remember what constitutes the relationship between power's idea of the monument and the culture's idea of the memorial? And so for us this afternoon, these questions are laid bare in the
interlocutors we've invited to join us this afternoon who have each worked deeply on this question. When you take on the archive, how do you display it? You know, what are the techniques, what are the concepts that enable us to enter into the archive, to illuminate its content, and at the same time to keep that content unstable so that it doesn't become the final interpretation of what may be seen as a given. So we see the archive of Housekunz as a living archive, as a space where interventions into it could be articulated. And it was for this reason that in 1993, Christoph Vitali invited Christian Boltanski to make a work, which I believe my colleague Ulrich Vilmes will present later this afternoon in his talk. And that work that Boltanski presented was based on images drawn from another archive, a kind of shadow archive, and images of the so-called Rote Kapelle, men and women of resistance condemned to an unimaginable fate, and to take these photographs and cut into them to magnify the vision of the individuals and place them on the facade of the building. It is not that these eyes that look out to us condemn us or accuse us, but they reveal something of the ambivalence with which we must really think about the archive and the kinds of ideas that it generates. And similarly, Gustav Metzger, born in Nuremberg, and one of the first kids in the Kinder transport. And Metzger passed away earlier this year, made a piece here in Haus der Kunst, outside the building, which was called Travertin Judenpesch, right? Sorry, my German. And of course, evoking this history that is both painful, and that is a history of the stereotype of the Jew, and so on. And similarly, Beate Passer, who is here, I've already mentioned the fact that her intervention outside, when you go to the north terrace of the building, you see this glass panel attached to one of the columns, sort of marking, you know, the history. What is very interesting, and of course there is Mel Bochner's Joys of Yiddish, which is on the facade of the building, as a kind of witness to the disappeared or the eradicated Yiddish language from German culture. And I'm always very fascinated that many of these artists always choose the outside of the building through which to speak about the building, as if the inside was unapproachable or is unapproachable. But this is my interpretation. Of course, we brought back some of these interventions by Boltanski, by Metzger, and
We have now the Mel Buckner intervention on the facade. Last year, Buckner was very generous to donate this work to House of Kunst. So the work belongs to House of Kunst. So this tension between archive and architecture remains something that is palpable. So this afternoon, the sessions with Christian Philipp Müller, Martin Schmidl, Peter Passau, Iris Lauterbach, Sabina Branto, and Ulrich Vilmes will offer us an opportunity to also to raise our own questions and perhaps to imagine a new theory of the archive and a new possibility of what this architecture should be. So thank you all so much. I'm so pleased to see so many people here. It's very clear that these are urgent questions, and I hope you keep those urgent questions in mind as our speakers come to speak. Thank you so much. Ich freue mich sehr, Sie heute mit begrüßen zu dürfen. Es ist ein wichtiger Anlass, nämlich der 80. Jahrestag der, wie soll man das ausdrücken, der Schaffung dieses Gebäudes. Dieses Gebäude hat eine historische Aufladung, die wir wissen. Das Haus der Kunst hatte dann diesen Begriff der deutschen Kunst, sollte der perversen Ästhetik des Regimes Raum bieten. Ein Teil des Machtstadtplans, mit dem die Hauptstadt der Bewegung überzogen wurde, einer der wenigen Stellen, an denen der Englische Garten auch angegriffen wurde, in einem architektonischen Ganzen, das, was die Dimensionen angeht, besonders ist, was dann natürlich aber auch der perversen und kruden Ideologie, die Kunst als entartet qualifizierte und hier etwas versammelte, was man als, wie auch immer, deutsche Kunst bezeichnete, Raumboot im wahrsten Sinne des Wortes. Es war Teil der Strategie, Künstler, Kunstschaffende der bildenden Kunst letztlich zu brandmarken. Aus der Gesellschaft, aus dem gesellschaftlichen Tun, aus ihrem künstlerischen Tun herauszudrängen, um nicht viel Schlimmeres in der Folge erlebt zu haben. Wenn wir heute über Provenienz sprechen, dann war das Zerschlagen von Sammlungen ein ganz bewusstes Instrument, um Persönlichkeiten, die natürlich mit ihrem kreativen Kosmos Sammlungen schaffen, in ihrem Tun zu zerstören und letztlich auch die Kunst als Mittel des menschenverachtendsten Regimes, das auf deutschem Boden tobte, untertan zu machen. Dieses Haus hat den Krieg überstanden. Die Zivilgesellschaft hat sich dieses Hauses angenommen, hat es zu einem Ort gemacht, an dem die junge Demokratie, die junge Republik begann, zeitgenössische Kunst auszustellen. Es war ein Ort, an dem auch die Zivilgesellschaft zusammentraf. Und man hat heute dieses Haus zu einem der Hotspots der zeitgenössischen Kunst an der Zeitnaht weltweit entwickelt, auch dank Herrn Envesos und seines Teams. Wir müssen uns dieser historischen oder dieser Aufgabe, diese historische Substanz im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln, stellen. Und aus meiner Sicht gibt es dabei kein Schwarz oder Weiß, sondern es gibt die notwendige Aufgabe, der man sich zu unterziehen hat, mit dieser Architektur, die natürlich weder Sinn noch Zweckfrei ist, die auch nicht ohne ihre Historizität zu denken ist, sich auseinanderzusetzen. Der Auftrag ist ja, das ganze Haus, also auch den Westflügel für die zukünftige Nutzung zu überdenken. Es gibt diese Gedanken von Herrn Chipperfield, mit denen wir uns jetzt auseinanderzusetzen haben. Und ich sage, es geht auch darum, wo steht das Haus der Kunst? Es steht am Pier 1, in der Prinzigenstraße 1, das ist logisch.
Aber wo steht dieses Haus eben in der internationalen Vernetzung? Mit seinem Profil, das es heute im Jahr 2017 hat, als eine der Ausstellungsorte zeitgenössischer Kunst rund um den Globus. Wo steht dieses Haus stadtgeschichtlich, städteplanerisch? Wie passt es sich ein in die große Museumsachse von der Stuckvilla bis hinüber zum Lembachhaus? Wie passt es in die große Landschaft der Museen in dieser Stadt? Wie wollen wir die Außenhaut dieses Hauses gestaltet wissen? Die Debatte, die angestoßen wurde bei einem Gespräch mit Herrn Chipperfield, ja hier im Hause, auch die Situierung an dieser Straße. Wie kann das aussehen, die Nordseite, die Südseite? Mit welcher Form soll man sich, mit welchem Übernehmen der Originalsubstanz, soll man sich dieser Aufgabe nähern, das Haus insgesamt neu aufzusetzen, wenn man so will, von einem Ausstellungsgebäude zu einem Veranstaltungszentrum? Wenn man über diese Fragen spricht, wird einem leicht unterstellt, man würde über Historizität hinweggehen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir müssen Fragen stellen, die man vielleicht zu spät gestellt hat oder bisher nicht gestellt hat. Darum geht es. Und wenn ich die Archivgalerie sehe, die sich mit diesem Thema der Vergangenheit auseinandersetzt, wenn ich eben Dinge, die in der Machbarkeitsstudie und in dem, was das Büro Chipperfield vorgelegt hat, viele, viele Ansätze sehe, dann ist das eine der großen Aufgaben, die dieses Haus in der nahen Zukunft zu leisten hat, natürlich neben seiner herausragenden Position, die schon beschrieben wurde. Das ist eine große Aufgabe. Hier müssen wir uns auch als Gesellschafter zusätzlich engagieren, in vielfältiger Hinsicht, nicht nur materiell, sondern im Ganzen, weil das eine Aufgabe ist, die weit in dieses kommende Jahrzehnt der Existenz dieses Hauses reicht. Das ist ja auch Teil der Reflexion heute und eines Prozesses, der erst in seiner ganzen Breite angestoßen sein wird. Und insofern freut es mich, leicht verspätet heute bei Ihnen zu sein und jetzt dann natürlich den Fortgang dieses Tages mit Ihnen erleben zu dürfen, ein Stück weit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ja, meine Damen und Herren, die Veranstaltung heute ist in drei Kapitel unterteilt. Den Anfang macht Beate Passow und machen wir beide zusammen mit ihr. Und darin geht es in dem ersten Teil um die Rolle, die Künstler spielen. Ich fummel jetzt hier an meinem Laptop rum und versuche, das in Gang zu kriegen. Inwieweit Künstler sich nicht erst seit kürzerer Zeit, sondern bereits schon sehr lange, Dankeschön, mit der Architektur, mit dem Gebäude, mit der Geschichte, mit den formalen Aspekten dieses Gebäudes, mit der Situierung in der Stadt München auseinandersetzen. Und ich möchte Ihnen jetzt zu Beginn, bevor ich hauptsächlich Beate Passow das Wort überlassen will, kurz aufzeigen, wie das Haus der Kunst in der Vergangenheit mit dem Gebäude umgegangen ist, als eine zentrale Aufgabe. Uke Nweso hat es schon erwähnt, bei der teils sehr hitzigen Diskussion um das Erscheinungsbild des Hauses, um die Diskussion, inwieweit oder in welcher Form man mit nationalsozialistischer Architektur umgehen sollte oder umzugehen hat, haben wir immer in den Vordergrund gestellt, dass die Dinge, die in unserer Verantwortung liegen und in unserer Kenntnis liegen, durch die Kunst und durch die Künstler angetrieben werden. Und wir wollen auch in Zukunft dieses Ansinnen fortsetzen und werden sicherlich in den nächsten Jahren immer wieder, und ich denke, ich greife da nicht vor, wenn ich sage, besonders auch in der Phase des Umbaus eventuell, als eine Idee, Künstler einladen, sich mit diesem Gebäude auseinanderzusetzen. Ein sehr
bekannter und von mir hochgeschätzter Kollege Jean-Christophe Ammann, der leider vor einigen Jahren gestorben ist, hat einmal gesagt: Alles Wichtige, was ich im Leben gelernt habe, habe ich von Künstlern gelernt. Und man kann natürlich sehr darüber streiten, ob man das so apodiktisch stehen lassen kann, aber der Kern seiner Aussage, der trifft mit Sicherheit auf all die zu, die sich professionell und intellektuell mit Kunst und mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen, was natürlich bedeutet, dass wir in einem ständigen Dialog mit den Künstlern stehen. Ich zeige Ihnen hier jetzt in einem kurzen Durchlauf die wichtigsten Arbeiten, die in den vergangenen fast 25 Jahren hier am Haus der Kunst entstanden sind, angefangen mit der Arbeit Resistance von Christian Boltanski. Oquien Vesor hat es bereits zweimal erwähnt. Resistance war ein Beitrag, Boltanskis ein Beitrag zu einer Geschichte über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die 1993, also noch vor der Wiedereröffnung des Hauses der Kunst, nach der Renovierungsphase und der Gründung der Stiftung Haus der Kunst GmbH stattgefunden hat. Aus diesem Anlass hat Sabine Brandl auch damals eine erste wichtige Publikation zur Geschichte des Hauses und zur Rolle der Nationalsozialismus, aber auch zur Nachkriegsgeschichte vorgelegt. Wir haben diese Arbeit dann 2015 gemeinsam mit der Arbeit von Gustav Metzger, Travertin Judenpech, wieder in Zusammenarbeit mit beiden Künstlern. Gustav Metzger ist ja leider Beginn dieses Jahres gestorben, aber damals hat er noch sehr aktiv die Installation der Arbeit mitverfolgt. Hier sehen Sie eine Aufnahme von der ersten Installation der Arbeit 1999, wo er eben noch selbst anwesend war. Und diese Form der Auseinandersetzung, also mit der Architektur, bedeutete für die Künstler eine unterschiedliche Herangehensweise. Natürlich haben sich nicht alle Künstler mit der Geschichte des Hauses explizit auseinandergesetzt. Pomel Kasi hat 2005 eine ganz besondere Form gefunden, das Haus der Kunst mit den in vollem Laub stehenden Bäumen als eine Art Blumenkasten zu verstehen. Lawrence Wiener hat eine Arbeit zwei Jahre später für das Haus der Kunst. Ich zeige Ihnen hier so einen Durchgang durch die Jahreszeiten installiert. Und dann 2009 Ai Weiwei, eine ebenso berührende Arbeit wie auch monumentale Arbeit, die die gesamte Fassade des Hauses eingenommen hat, Remembering, mit der er an die Zerstörung und die Tötung von Tausenden von Schulkindern bei einem Erdbeben in China erinnert hat und die Schriftzeichen, die sinngemäß bedeuten, sie lebte 7 Jahre lang glücklich in dieser Welt, auf die Fassade des Haus der Kunst mit Schulranzen, verschiedenfarbigen Schulranzen appliziert hat. Auch Ai Weiwei hat uns eine Arbeit geschenkt, die Installation Bamboo und Porcelain auf der Rückseite, auf der Nordfassade des Haus der Kunst, ist die immer noch installiert. Dann hatten wir 2010 noch einmal Gustav Metzger mit seiner Installation Strampelnde Bäume, also auf dem Kopf stehende, aus dem Boden gerissene Bäume, die kopfüber in Beton gesteckt sind, eine ebenfalls sehr symbolträchtige Installation. Und dann Mel Bochner, der
im Jahre 2006 eine Ausstellung er hatte und selbst auf uns zukam mit der Idee, seine Arbeit The Joys of Yiddish an der Fassade zu installieren, eine Arbeit, die er einige Jahre zuvor entwickelt hatte und die aus jiddischen Bezeichnungen für, ja, die Amerikaner würden sagen, grumpy old man, die Aneinandergereihtheit von Quetscher über Nebbisch und einige dieser Worte, Meschuggener, ich selbst stamme aus dem Ruhrgebiet und viele dieser Begriffe sind mir noch sehr geläufig, weil sie gerade in die Sprache des Ruhrgebiets Eingang gefunden haben. Und es sind also Worte, mit denen Männer bezeichnet werden, die in irgendeiner Weise eine, Lachs ausgedrückt, Macke haben. Ich kann mich erinnern, wir hatten kürzlich, gab es eine, in der Reihe Südlicht, eine Dokumentation über das Haus der Kunst, in dem der Moderator am Ende des Berichtes sich zu der Behauptung verstiegen hat, dass das alles Bezeichnungen für den Führer seien. Und naja, das will ich nicht kommentieren. Gerade aktuell haben wir eine Installation von Hans Hake, die leider manchmal ein bisschen übersehen wird. Hans Hakes Gifthaus in der Mittelhalle, das Haus der Kunst, ist als demjenigen, der das Haus betritt, kann von ihm gar nicht übersehen werden, aber außen am Gebäude, an den beiden Fahnenmasten, was sicherlich auch ein symbolträchtiger Ort ist, das sind die originalen Fahnenmasten, wie ich vermute, Sabine. Also die stehen so lange dort, wie das Haus der Kunst steht. Und die Arbeit heißt The Vindication of Dulcy September. Dulcy September war eine Aktivistin des ANC, die 1988 in Paris ermordet worden ist. Und in demselben Jahr hat Hans Hake diese Arbeit gemacht, zunächst bestehend aus zwei Fahnen, zwei Flaggen an einem Fahnenmast mit der ANC-Fahne, schwarz, grün, gelb oben und der Nationalflagge des damaligen Südafrika unter dem Apartheid-Regime mit einem Knoten in der Mitte, der das Wappen des Staates verdeckt. Er hat diese Arbeit dann 1989 auf der legendären Ausstellung Magicien de la Terre reinstalliert und schlussendlich 1997 nach Überwindung des Apartheid-Regimes und den ersten freien Wahlen in Südafrika ergänzt durch die aktuelle Nationalflagge Südafrikas. Soweit ein kurzer Durchlauf durch die Geschichte der Künstler, die sich mit diesem Haus in einer ganz aktiven Weise auseinandersetzen und die Geschichte, aber auch das Bauwerk an sich reflektieren. Und damit kommen wir zum Gast unseres heutigen Tages. Beate Passow und Andreas Weizsäcker haben die Arbeit Wunden in Erinnerung 1995 begonnen und ich möchte dich bitten, Beate, doch jetzt einfach zu erzählen, zu Anfang, wie diese Arbeit zustande gekommen ist und wohin sie euch alles geführt hat. Leider lebt Andreas van Weizsäcker, mit dem ich das Projekt gemacht habe, nicht mehr. Also muss ich allein Ihnen Rede und Antwort stehen. Wir haben das Projekt zusammen konzipiert und ausgeführt und haben in München begonnen mit drei Arbeiten. Eine an dem Pferd hinter der alten Pinakothek, der Skulptur. Das Pferd hat ganz deutliche Durchschüsse und ist auch ein Zeichen dafür, wie Verletzungen passiert sind in dem Zeitpunkt, weil das Pferd steht nicht mehr am originalen, das heißt der Rossbändiger, nicht mehr an dem originalen Platz, sondern war ursprünglich an der TU.
Die zweite Arbeit war das Salin-Gebäude Ecke Schellingstraße, was also für die Universität und Geschwister Scholl sozusagen steht. Und drittens hier in München war eben das Haus der Kunst, unser begehrter Ort. Und Herr Vitali hat auch sofort zugesagt und wir haben das dann hinten an der Nordseite an einer Säule installiert. Die drei Arbeiten haben immer die sandgestrahlte Inschrift Wunden der Erinnerung und zeigen wie ein Pflaster sozusagen auf das, was hinter der Glasscheibe ist. Das sind Verletzungen des Krieges, wobei wir eben nicht jetzt gewertet haben, ob das von wem die Verletzungen stammten, sondern wir haben uns einfach auf die Suche gemacht, was gibt es heute 50 Jahre, also damals 50 Jahre nach Kriegsende, noch für Verletzungen. Und zwar in einem Teil von Europa. Wir haben dann 7 Länder ausgesucht, die eine Grenze zur Bundesrepublik haben und sind in jedes Land erstmal mit Hilfe vom Institut für Zeitgeschichte, die uns gesagt haben, da und da könnte was sein, sind wir hingefahren mit Hilfe des Goethe-Instituts. Dann vor Ort haben wir Orte gesucht und immer gefunden. Also der erste Ort war Prag. Da haben wir zum Beispiel, wir wollten zivile Orte, also nicht Orte, die bereits gekennzeichnet sind oder bereits ein Denkmal sind. In Prag haben wir Bücher gefunden, mit Hilfe des Stadtarchivs, in dem Bombensplitter deutlich sichtbar Verletzungen und Verbrennungen hervorgerufen haben. Und die haben wir dann in eine Vitrine gestellt und die steht bis heute im Stadtarchiv in Prag und ist öffentlich sichtbar. Dann haben wir in Prag noch eine Synagoge in Pilsen gefunden, die ursprünglich für 3000 Leute konzipiert war und die jetzt seit Jahren verfällt und leer steht. Und da konnten wir innen dann eine Scheibe installieren. Und so sind wir in jedes Land zweimal gefahren. Einmal, um einen Ort zu suchen, was eben sehr spannend war, weil wir immer uns entscheiden mussten, was wir nehmen. Also wir hätten zum Beispiel in Rotterdam, also in Holland, sehr gerne ein Gefängnis genommen, in dem Widerstandskämpfer gefangen und exekutiert worden sind. Aber das wurde uns von der staatlichen Seite her nicht erlaubt. Also wir mussten immer wahnsinnig viel bürokratische Arbeit leisten. Das heißt, immer Anfragen stellen ans Goethe-Institut, an die Städte, also es war ein sehr aufwendiges Projekt, weil wir auch keinen Kurator oder es war ein freies Kunstprojekt, also ohne irgendeinen öffentlichen Auftrag und wir mussten versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Auch was das Finanzielle anging, da hat uns die Siemens Kulturstiftung sehr geholfen und die Stadt hier in München bei den drei städtischen Arbeiten. Das Prinzip war, dass jeweils in der Landessprache immer Wunden der Erinnerung stand. Also, und dass im Katalog immer ein Schriftsteller etwas über die Kriegszeit in dem spezifischen Land schreibt. Das ist uns dann auch so geglückt, dass wir 1995 tatsächlich die erste Ausstellung hier im Haus der Kunst haben konnten, die dann noch nach Rotterdam ging und nach Polen ins Zentrum Stucki. Also wir haben es irgendwie hingekriegt, aber es war sehr anstrengend, immer zweimal hinzufahren und zu warten, bis wir die Genehmigungen bekommen haben. Wir hatten aber auch, wie das bei solchen Projekten ja immer ist, auch Glück. Zum Beispiel sind wir in Luxemburg, da war klar, dass da die Ardennen-Offensive war, sind wir so rumgefahren und haben geguckt nach Einschusslöchern und sind zufällig in einem Sägewerk gelandet. Und der Herr fragte, was wir machen. Und wir haben gesagt, ja, wir suchen nach Spuren vom Krieg. Und dann sagte er, ja, kommen Sie mit, und hat uns in das Sägewerk geführt. Und er erzählte, dass er eben
jeden Tag noch mit dem Krieg konfrontiert ist, insofern als er die Bäume, die aus einem ganz aus der Ardennen-Offensive aus einem ganz bestimmten Wald stammen, immer vorher mit einem Detektor absuchen muss, weil da noch oxidierende Bombensplitter drin sind und dann kann man die Bäume nicht als Bretter verwenden und die Sägeblätter gehen kaputt. Also das hätten wir zum Beispiel uns nie ausdenken können. Also wir hatten Glück und sind ganz viel auf Sachen gestoßen, an die wir nie gedacht haben. Zum Beispiel in Antwerpen hat uns ein Museumsdirektor erzählt, er hätte einen Aufseher, der hat immer zerrissene Socken, weil ganz langsam die Splitter rauskommen. Nur da konnten wir schlecht eine Glasscheibe installieren. Aber es war einfach immer, wir wussten ja vorher nicht, was finden wir und eignet es sich. Es war also, entschuldige, eine Zwischenfrage. Es war also in erster Linie auch ein Rechercheprojekt in den Ländern, wie du schon gesagt hast, die eine gemeinsame Grenze mit Deutschland hatten, nicht mit allen, aber mit den meisten. Und war das Haus der Kunst eigentlich das einzige Gebäude, politische Gebäude, nationalsozialistische Gebäude, an dem ihr so eine Spur gefunden habt? Frage A, Frage B, das Haus der Kunst war ja im Krieg unbeschädigt geblieben. Wo habt ihr rausbekommen, wodurch diese Verletzung entstanden ist? Das war, wenn ich mich recht erinnere, haben wir das, das haben wir mit Vitali natürlich diskutiert, der ja das auch genehmigt hat. Und wenn ich mich recht erinnere, war es das Stadtarchiv, die uns gesagt haben, dass das bei einem Scharmützel passiert sei, wobei ich sagen muss, dass wir nie uns gefragt haben, von wem die Verletzungen stammten. Also es war nicht in unserer Absicht, jetzt hier Opfergebäude oder Tätergebäude zu finden, sondern grundsätzlich ging es darum, was nach 50 Jahren Kriegsende an zivilen Spuren noch in Europa zu finden ist, die mit denen die Leute konfrontiert sind oder die für sie ganz normal sind. Es ging also euch auch darum, einen ganz speziellen Denkmalbegriff zu kreieren vielleicht, auch wenn das vielleicht nur ein Nebenaspekt war, aber spielte das auch eine Rolle, diese Stellen zu markieren? Eigentlich nicht. Es ging uns eigentlich darum, wirklich zu schauen, was ist nach 50 Jahren, was ja wirklich eine lange Zeit ist, was gibt es da noch sichtbar für jeden? Und aber unerkannt. Unerkannt, naja, also ich bin darauf gekommen, weil ich eine Arbeit über Adolf Eichmann gemacht habe. Und da hat die Anklage und das Urteil mir Harry Mulisch, ein holländischer Schriftsteller, gesprochen, der in Israel bei dem Prozess gegen Eichmann dabei war und für holländische Zeitungen geschrieben hat. Und der hat mir das gesprochen und kam deswegen nach München. Und der ging mit mir durch die Maximilianstraße, weil er sich den 300. Pullover, glaube ich, kaufen wollte und sagte mir, schauen Sie hier, schauen Sie da. Wir gingen an der Post vorbei und da waren unendlich viele Einschusslöcher in den Säulen. Und das war bei mir so eine Initialzündung, weil da bin ich jeden Tag dran vorbeigelaufen und habe das nie richtig wahrgenommen. Und ich dachte mir, das geht anderen Leuten wahrscheinlich auch so und das sollte man fokussieren und eine Aufmerksamkeit möglichst nicht dick und nicht irgendwie sehr, sehr auffallen, sondern einfach nur wie ein Pflaster auf eine Wunde, wo man dahinter die Verletzung sieht. Und dann habe ich Andreas Weizsäcker gefragt, ob er das mit mir machen würde.
Und dann war seine erste Frage, machst du deswegen Name-Dropping? Und dann meinte ich, ja, das wird ja wahrscheinlich nicht schaden in dem Fall, weil klar war, wenn wir das international machen, also in 7 Ländern, dann braucht es einfach irgendwo ein Backing. Das können 2 Künstler nicht alleine stemmen. Und das ging dann alles sehr gut. Und das haben wir dann innerhalb von 3 Jahren, haben wir das in allen Ländern, bis auf Dänemark, da wurde das Projekt nicht erlaubt, da haben wir keine Genehmigung bekommen, haben wir das überall installieren können. Also mir kommt das Projekt schon wie so eine Spurensuche, also die Reise, glaube ich, war auch ganz wichtig, diese Spurensuche und dann aber auch diese Spuren ja zu konservieren schon fast, also dass man da eben auch darauf aufmerksam wird. Also ich mache die Installation auch sehr gerne mit Schülern. Das funktioniert immer sehr gut. Also einmal sich das Haus anzuschauen, das Haus zu begehen und dann nach außen und dann zu sagen, also dieser NS-Gebäude, was ja im Krieg nicht zerstört worden ist, also bis auf ein paar Ausnahmen, also am Dach ist mal was zerstört worden. Und was bedeutet es überhaupt, Krieg? Also für wen? Also jetzt mal diese Zerteilung, eben Opfer und Täter rauszulassen, ja. Und einfach die Spuren des Krieges und was bedeutet es eben jetzt, eben nach all den Jahrzehnten, was ist noch da, ja, und was kann ich aber auch noch feststellen? Und das klappt wirklich sehr gut mit dieser Installation. Künstlerische Interventionen, finde ich, brauchen natürlich immer ein gewisses Vorwissen auch, also der Wunsch auch hier am Haus der Kunst nach etwas, was Aufmerksamkeit und was erklärt, also finde ich auch sehr schwierig, aber die Installation, wenn man eben was von der Geschichte weiß und dann so, das ist auch dann so eine Art Spurenlesen. Auf jeden Fall. Mhm. Und sehr schön zum Beispiel in Wien, im Semperdepot, das gehört zur Akademie in Wien, das ist neu verputzt und wunderbar restauriert worden, aber da ist diese einmal 1 Meter große Platte und dahinter sind eben die Einschüsse, sodass das nicht, das wäre normalerweise natürlich ja. auch verschwunden. Und das war eigentlich unsere Intention. Und dass wir dann so unterschiedliche, wir wussten ja nicht, als wir anfingen, was finden wir überhaupt? Und waren dann doch verblüfft, dass es auch so doch eine große Variationsbreite gab. Und wir haben natürlich wahnsinnig viel gelernt. Wir haben immer vorher mit dem Institut für Zeitgeschichte gesprochen. Und die zum Beispiel war uns nicht klar, als wir nach Rotterdam kamen, dass es in Rotterdam sehr schwierig sein würde, Spuren zu finden, sowie auch in Polen, in Warschau, weil einfach alles zerstört war und die Spuren gab es nicht mehr so gut wie. Wir haben dann an einem Brückenkopf, in dem die Deutschen nach Rotterdam einmarschiert sind, da haben wir dann am Fluss eine Spur gefunden und die haben wir dann mit Hilfe von Rotterdam, der Stadt, dann da installiert. Und in Warschau hat uns Cipriorski, der Schriftsteller, den wir getroffen haben, der hat uns geholfen und sagte, ja, also es gäbe die Bank von Polen und angeblich wäre das Geld noch unten im Tresor und es war eine Ruine, die von Junkies und benutzt wurde und die ziemlich schaurig aussah, aber es war die ehemalige Staatsbank in Warschau und dann haben wir mit Hilfe von Cipriorski da die Wunden der Erinnerung natürlich auf Polnisch installiert und Hanna Krall, eine berühmte polnische Schriftstellerin, hat einen Text dazu geschrieben. Also so, wir hatten sehr viele Begegnungen, die alle eigentlich sehr positiv der Arbeit, die ja auch besonders bescheiden ist, die macht ja nicht viel her, man muss auch genau hingucken, um hinter dem Glas dann, also das Glas zu entdecken und dann, das war aber auch unsere Intention, wir wollten eben nicht jetzt irgendwie hier
irgendwas Großes, Fettes machen, sondern eine stille, bescheidene Spurensuche nach 50 Jahren Krieg, Kriegsende. Damit hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben, natürlich. Und wenn du sagst, dass eure Bildsprache eben eine, natürlich eine konzeptuelle ist und dann aber keine, die sehr laut und sehr plakativ an den Orten sich erhebt und in diese Orte eingreift, ist das aus deiner Perspektive, jetzt mal abgesehen von deiner persönlichen Arbeit, ein Weg oder welche unterschiedlichen Wege? Wir haben ja jetzt, ich habe kurz gezeigt, wie die Künstler mit dem Gebäude in unterschiedlicher Weise mit ganz anderen Intentionen umgehen. Ja, was ist, wenn ich daran denke, auch, dass da eure Arbeit jetzt ja schon über 20 Jahre an den Orten ist, was ist dieser Weg heute immer noch ein gangbarer oder beziehungsweise allgemein gesprochen? Wie siehst du aus der Perspektive des Künstlers die Möglichkeiten, heute nach 20 Jahren mit Architektur, mit Nazi-Architektur im Speziellen umzugehen? Ja, da kann ich schwer was dazu sagen. Das war damals unsere Intention, die heute ganz sicher nicht mehr ginge, würde ich sagen. Also ich denke auch, es gibt nicht mehr so sehr viel Nazi-Architektur und sie sollte meiner Ansicht nach auch erhalten bleiben. Aber ich kann schwer sagen, zu dem Zeitpunkt war das der richtige Weg für uns, bescheiden darauf hinzuweisen, was der Krieg noch sichtbar macht nach 50 Jahren. Heute sind es jetzt schon, wie viele Jahre? 70 her, Kriegsende. Ja. Ja. Kriegsende. Ja. Und, 80 Jahre Eröffnung. Ja, 80 Jahre Eröffnung. Also da würde man ganz sicher eine andere Form wählen. Und zwar wir haben ja etwas genommen, was bereits bestand und haben das sozusagen geschützt, wogegen die anderen Intentionen ja eher etwas gemacht haben, eigenkreativ sozusagen. Mhm. Wir waren wirklich Spurensucher und das war zu dem Zeitpunkt auch richtig, nur heute würde man natürlich einen anderen, ich finde zum Beispiel, wäre es ganz wunderbar, wenn die Hakearbeit hier im Haus der Kunst bleiben könnte. Das wäre so richtig, das wäre so ein Signal, was man heute machen sollte. Mhm. Und das hat ja irgendwo auch etwas damit zu tun. Mhm. Aber grundsätzlich siehst du schon auch darin eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für die Kunst und die Künstler, sich auch mit einem Gebäude, wir reden natürlich jetzt über das Haus der Kunst, was ja immer eben im wörtlichen Sinne ein Haus für die Kunst war, in der Kunst präsentiert worden ist, in der ja auch lange, lange Jahre die Staatsgemäldesammlung untergebracht war. Wie schätzt du die Aufgabe ein, auch für die Künstler, nicht nur in das Haus zu gehen? Denn das sei vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, das Haus der Kunst war nach Kriegsende nur etwas mehr als ein halbes Jahr geschlossen. Und dann im Januar, Februar 1946 unter dem neuen Namen Haus der Kunst, nicht mehr Haus der deutschen Kunst, sondern Haus der Kunst, wieder zu eröffnen mit einer Präsentation aus den Beständen der alten Pinakothek. Dann ab 1948 die Ausstellungen
der klassischen Moderne, die sich durch die ganzen 50er Jahre aus verschiedenen Feldern, Architektur, Design, bildende Kunst, Höhepunkt 1955, Picasso-Retrospektive im gleichen Jahr, als die Documenta gegründet wurde. Das heißt, im Grunde genommen ist die gesamte Geschichte des Haus der Kunst ja eine Geschichte, in der die Künstler die Ideologie bekämpft haben und die Ideologie aus dem Haus hinausgetrieben haben. Wie erfolgreich war das? Lass mich die Frage so stellen. Ich finde, dass das sehr gut geglückt ist. Ich finde, das Haus der Kunst ist von seiner Geschichte bereinigt. Und zwar einfach durch die Ausstellungen, die passiert sind. Ich bringe, wenn ich hierher fahre, nicht die Idee mit, ich fahre jetzt in einen Nazi-Bau und schau mir mal an, was da jetzt drin ist, sondern ich gehe habe hier Ausstellungen gesehen, die einfach exorbitant waren und die völlig vergessen lassen, wo das war. Die Schwierigkeit ist ja die, ich erinnere mich sehr gut an Diskussionen, die da waren, auch mit dem Kultusministerium damals, ob man das Haus der Kunst abreißen sollte. Das wurde sehr ernsthaft ja diskutiert. Mhm. Und wie sich erwiesen hat, ist das Haus der Kunst ein Ort, in dem Kunst sehr, sehr gut präsentiert werden kann, und zwar zeitgenössische Kunst. Also nicht irgendwelche alte Kunst, sondern absolut zeitgemäß. Wenn ich an Ai Weiwei denke, diese wunderbare Ausstellung, wo der Teppichboden dem Boden glich. Ich habe 1000 Erinnerungen an Ausstellungen, die völlig vergessen lassen die Geschichte des Gebäudes. Und ich denke, dass das Gebäude sich sozusagen geklärt und gereinigt hat, wenn ich es mal so etwas esoterisch sagen darf. Ja, geklärt und gereinigt worden ist. Ja. Ja. Also natürlich. Ja, durch das, was passiert ist, ja, hier drin. Du hast erwähnt, diesen Prozess jetzt gerade, eigenartigerweise, das ist ja jetzt, wenn man die aktuelle Diskussion sich betrachtet, schon irgendwo auffällig, dass immer dann über die Existenz, vielleicht sogar besser ausgedrückt, über die Existenzberechtigung des Haus der Kunst öffentlich diskutiert wird, wenn eine Renovierung stattfindet. Das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch der Fall, wo eben die Diskussion aufkam, soll man wirklich diese damals, glaube ich, 30 Millionen oder 35 Millionen D-Mark investieren, um den einen Teil des Haus der Kunst zu renovieren, oder soll man nicht lieber das Haus abreißen und ein neues Gebäude planen und errichten. Das sind Diskussionen, die Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung ernsthaft geführt worden sind und in Erwägung gezogen sind. Und die heutige Diskussion ist eine ganz andere. Dort geht es bis jetzt nicht mehr um den Abriss des Gebäudes, sondern um die Art und Weise, wie man eine Architektur, die ideologisch, politisch dermaßen belastet ist wie das Haus der Kunst, wie man dort sozusagen schon von außen in Form einer wie immer gearteten Geste die Haltung der Zivilgesellschaft, der heutigen Zivilgesellschaft zum Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen kann. Und die Frage, die sich da natürlich stellt und die immer wieder auch hochkocht, die ich jetzt auch an dich weitergeben möchte, obwohl ich weiß, wie schwierig die zu beantworten ist, aber wer hat da die geeigneteren Mittel, die Architektur oder die bildende Kunst? Also ich bin natürlich immer auf der Seite der Künstler, ganz klar. Naturgemäß. Das Gebäude hat sich als absolut
wunderbar erwiesen für die Funktion, für die es gebaut wurde. Das kann man der Ideologie nun nicht vorwerfen, dass ihr das geglückt ist, finde ich. Also, aber ich weiß zu wenig über Architektur, um mich da jetzt wirklich darauf einlassen zu können. Ich bin der Meinung, dass das, was in dem Haus und was an dem Haus passiert, dass das in unserer Verantwortung ist. In der Verantwortung der Künstler oder der, aller Beteiligten? Nein, aller Beteiligten, also dem Museum, den Künstlern, die darin arbeiten. Wir müssen das rechtfertigen, was hier passiert. Die Architektur, wie wir gesehen haben, verändert sich, der Blick darauf verändert sich, so wie sich alles andere auch. Das ist jetzt etwas banal, aber es fällt mir nichts anderes dazu ein. Gut. Sabine, hattest du noch eine Frage? Ja, eine Bemerkung. Also ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben, mit dem Gebäude und mit der Geschichte von diesem Gebäude auch umzugehen. Ende der 80er Jahre, als diese Diskussion war, soll man abreißen, soll man es umbauen und so weiter, soll man die Pinakothek hier hintun, das war ja auch da im Gespräch, das war so die Zeit, wo man begonnen hat, sich überhaupt mit NS-Architektur langsam begonnen hat, auseinanderzusetzen. Also wo NS-Architektur in München überhaupt erst sichtbar gemacht worden sind. Wenn ich jetzt die Diskussionen so lese, dann finde ich es erschreckend, dass das Vokabular nahezu dasselbe ist, obwohl ich denke, dass wir jetzt nach 20 Jahren sicherlich auch reflektierter mit diesem Gebäude umgehen können. Gleichzeitig denke ich, ist es für uns, auch für die Künstler, die wir einladen, auch eine große Verantwortung, also in dieser Kombination Kunst und Geschichte umzugehen, auch im Hinblick auf die Situation, die sich verändert hat. In den 80er Jahren waren die Leute, die die Zeit noch kannten, die das Gebäude als Haus der deutschen Kunst noch kannten, also auch noch am Leben, und jetzt eben durch die Generationenverschiebungen, ja, durch die jungen Generation, sollen wir auch da Wege finden, also mit dem Gebäude umzugehen, und auch letztlich auch stellt sich die Frage, also Gebäude können natürlich nicht neue Zeitzeugen sein, aber sie sind Zeitzeugnisse, und ich glaube, das ist das, was auch in unserer Verantwortung liegt. Gut. Wenn wir jetzt diesen ganzen Komplex der Architektur, der Aufladung der Architektur und die Auseinandersetzung mit oder wie Künstler sich mit so einem Gebäude auseinandersetzen, das, was ihr damals gemacht habt, ich möchte jetzt noch auf einen Begriff kommen, Kunst am Bau, an dem die Nationalsozialisten auch fleißig mitgewerkelt haben. Das war ja kein Kunst am Bau Projekt. Nein, das hat uns niemand beauftragt. Nicht. Eben. Und also, diese Rolle des eigenen Auftraggebers, wie wichtig ist das für dich, jetzt nicht nur speziell darauf, aber allgemein bezogen auf deine Arbeit? Das ist eigentlich immer der Fall. Also ich bin mir leider ausgesetzt und habe irgendeine Idee und muss die dann... Und setzt uns dann deiner Kunst aus. Ja. Und muss die dann, also das Projekt, was ich danach, nach Wunden der Erinnerung, diesmal alleine gemacht habe, war Zähler-Nenner, weil ich eine Nachbarin hatte und habe da zum ersten Mal eine Auschwitz-Nummer gesehen. Und dachte dann, die Dame war schon sehr alt, dass auch das verschwinden wird und dass ich das irgendwie bewahren muss. Und dann habe ich mich so ganz langsam auf den Weg gemacht und habe das dann in München mit Hilfe von Max Mannheimer, der mir seine KZ-Häftlinge, mit denen er zusammen war, vorgestellt hat, realisiert. Dann bin ich nach Ungarn gefahren, nach Frankreich gefahren und habe überall Überlebende fotografiert. Am Schluss, es war dann natürlich auch immer die Frage des Geldes. Das klingt jetzt so, dann bin ich da. Also ich musste ja auch immer dafür sorgen, dass irgendwie, dass ich Geld
bekomme dafür. Darf ich kurz erklären, die Arbeit, es ist eine Fotoarbeit und die Fotografien zeigen jeweils nicht die Person als Ganzes, sondern lediglich den Unterarm der Person, also eines oder einer ehemaligen Inhaftierten, eines Auschwitz, nur Auschwitz, mit der in den Arm tätowierten Nummer, Gefangenennummer. Und du hast die immer gleich fotografiert. Immer gleich mit demselben Untergrund. Nun muss ich dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt die Frauen und Männer, die ich fotografiert habe, sich nie hätten ganz fotografieren lassen. Also das war dann, es gab da immer noch eine Scham, das verbergen zu wollen oder auf jeden Fall nicht so deutlich zu machen, dass man sie erkennt. Würdest du das wirklich als Scham bezeichnen? Es gab eine, die Leute es gab, haben sich geschämt, dass sie im KZ waren. Ja, es gab eine Scham darüber. Mhm. Und also die ist mir ganz oft begegnet. Also ich habe dann, habe ich ein Stipendium bekommen und bin nach Israel dann gefahren und habe da 3 Wochen hauptsächlich in Kibbutzims mit Hilfe von Yad Vashem, die sehr hilfreich waren. Und mir, da war eine Dame, die hat mir eine ganze Adressenliste gegeben und nein, der, den nicht, aber der hat eine ganz tolle, der hat eine Einsernummer sozusagen. Also es war für mich ein völlig anderer Zugang als den ich hatte. Und ich war wahnsinnig ängstlich vorher und dachte, oh Gott, wie wird das und wie werden die mit mir sein? Und es war alles unglaublich einfach. Ich hatte einen Assistenten, einen Israeli, der Auto fahren konnte und natürlich Hebräisch konnte. Und es war ganz einfach, nur was ich völlig unterschätzt habe, war das, was es mit mir gemacht hat. Nach 3 Wochen bin im ganzen Land gewesen und habe immer mit den Leuten gesprochen. Das heißt, sie sagten am Telefon immer, ja, also ich könnte das Foto machen, aber sprechen würden sie mit mir nicht darüber. Und dann kamen wir dahin und dann gab es Apfelkuchen und es gab deutsches Fernsehen und die Leute hatten Tränen in den Augen und haben mir das immer sehr viel erzählt. Und ich war nach 3 Wochen, in den 3 Wochen habe ich nur Auschwitz gehört, ich konnte auch nichts anderes machen und bin dann zurückgeflogen und dachte, jetzt ist das Projekt zu Ende. Ich hatte auch genug Fotos für mich, weil es musste ja eine große Zahl sein. Es ist ja nicht so, dass man da, also wenn ich da 5 Leute, es musste ja auch die Menge sozusagen repräsentieren. Und damit war dann das Projekt zu Ende. Und ich hatte dann im Lehmbachhaus eine Ausstellung damit, die dann sehr häufig noch woanders gezeigt wurde. Das war also eine andere Form, eine andere Spurensuche. Spurensuche. Und es waren auch Wunden der Erinnerung auf der jeweiligen individuellen Architektur des Körpers. Ja, und schmerzhafter. Ja. Als Einschusslöcher. Gut, vielen Dank, Beate.